So, Hallöchen, meine lieben Liebenden. Ich bin Zeuerlot1986 mit einem kleinen Info-Video oder Info, sozusagen Staffel 1, Episode 0000 Nix-Video. Ich brauche euch. Ich brauche eure tatkräftige Unterstützung, denn wir spielen ja Lego Worlds und bei Lego Worlds gibt es die Möglichkeit, auch mit dem Lego Digital Designer Lego-Sachen zu bauen, und die würde ich ganz gerne haben von euch und dann dementsprechend einbauen in das Let's Play und zeigen und verändern und Spaß mit haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Nur, ich denke mal, viele kennen sich damit nicht aus, mit diesen ganzen Gedönse. Deswegen hier eine kurze Erklärung dazu. Also, ihr braucht den Lego Digital Designer. Das ist auch alles, was ihr benötigt. Den ladet ihr euch am besten runter. Gebt bei Google Lego Digital Designer ein. Und dann findet ihr den schon. Er muss relativ viel aus dem Internet runtersaugen, also seid darauf vorbereitet. Ne? Nehmt den von der offiziellen Lego-Homepage natürlich, ist ganz klar. Und ihr seht den jetzt hier gerade schon geöffnet. Ist ein bisschen klein, kann man aber auch größer machen, so ist schöner. So, in dem Lego-Designer kann man einfach Lego-Sachen designen. Also ihr geht unten auf Einzelsteine, ein neues Projekt, oder ihr habt schon was anderes vorbereitet, dann eine Datei öffnen und sucht euch eure Datei aus und dann könnt ihr euer Projekt weiter bearbeiten, wenn ihr das soweit vorbereitet habt. Was ganz wichtig ist, bei Lego Worlds sind noch nicht, bei weitem noch nicht alle Steine drinne, das kommt erst nach und nach. Da hat sich jemand Findiges hingesetzt und hat eine Grunddatei gemacht, die ich hier auch mit drinne habe, nennt sich Lego Worlds, ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Das sind aktuell alle Steine, die man in Lego Worlds bauen kann. Also wenn ihr mir irgendetwas für das Let's Play bauen wollt, bitte benutzt nur diese Steine. Farblich natürlich immer noch veränderbar. Meine Empfehlung ist, nehmt einfach das so, wie es jetzt hier ist. Sagt zum Beispiel Steuerung C, Steuerung V, dann könnt ihr hier nochmal einen zweiten Stein hinsetzen, Steuerung C, Steuerung V, dann könnt ihr einen dritten Stein davon hinsetzen, die Farbe könnt ihr verändern, das findet ihr aber alles raus, also so viel traue ich euch zu. Und baut einfach anhand dieser Grundlage und dann geht ihr einfach hin und entfernt das einfach dann alles, bevor ihr speichert. Und dann könnt ihr mir dieses fertige Baustück, was ihr zusammengebastelt habt, schicken. Und ich werde das Ganze dann in Let's Play verwenden. E-Mail-Adresse ist unten im Link drin, unter der ihr, an die ihr die Datei schicken könnt. Ich nehme nur, das ist ganz, ganz wichtig, ihr geht nämlich auf Modell Speichern unter. Ich nehme nur diese LXF-Dateien an. Ihr könnt auch Model exportieren sagen, das ist auch eine LXF-Datei. Ich nehme kein WinRAR, kein WinZip, kein WinY oder WinZ oder was weiß ich noch was, oder 7ZIP oder wie auch immer man das alles packen kann, nicht an, sondern schickt mir bitte nur die reine Rohdatei. Ihr müsst keine Angst haben. Es geht da für mich nur darum, zwecks Sicherheit, dass ich da auf der sicheren Seite bin. So, für diejenigen, die vielleicht auch Lego Worlds haben und ihre Sachen testen möchten, wie sehen die denn in Lego Worlds aus? Ist gar nicht so schwer. Und zwar müsst ihr dafür auf eure Festplatte, in euren Benutzerordner rein, in euren eigenen Ordner, also so wie euer Benutzer heißt, in den Updater-Ordner. Der Updater ist grundsätzlich ein versteckter. Das heißt, ich kann es jetzt hier für Windows 8.1 zeigen. Ihr geht da auf Ansicht, Optionen, Ordner und Suchoptionen ändern. Und dann auf Ansicht, scrollt ein bisschen runter und sagt ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen. Okay, und danach wird der Updata-Ordner euch auch angezeigt. Dort auf Roaming, dann Warner Bros. Interactive Entertainment, dann Lego Worlds, Mods und Models. Da speichert ihr eure Dateien rein. Also diese XLF-Datei, und öffnet dann Lego Worlds, und in Lego Worlds selber habt ihr dann diese Dateien zur Verfügung, um sie mal hinzustellen, bauen zu lassen, um zu sehen, wie das Ganze wirkt, wie das aussieht. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich freue mich riesig darauf, krassen Scheiß von euch zu bekommen. Wir werden jeden Mittwoch, bis weiß ich nicht wann, auf jeden Fall Lego Worlds machen. Immer wieder reinschauen, was Neues basteln, bauen, auch mit den Lego Creator. Vielleicht ihr gleichzeitig auch noch was nebenbei. Also coolen Scheiß. So, nochmal kurz zur kleinen Info, dass eben gerade was im Hintergrund lief. Ist der Original Motion Picture Soundtrack von Lego Movie. Geiler Film, guckt ihn euch an. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ein bisschen erklären, und freue mich auf die Sachen, die ihr da bauen werdet, die ich dann hoffentlich auch von euch bekomme. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer ihr das Video geguckt habt, und ich bin euer Lot1986. Bis dann, tschüss.